Ja, hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu Part Nummer 5 von Skyward Sword. Während ich hier meinen Nunchuck durch die Gegend schmeiße und mir nochmal eine Remote ums Arm binde, will man sich natürlich fragen, will sie so gerade rum, dass ich mir die das wirklich um Arm binden möchte, das Sicherheitsbändchen? Nein, allerdings klappert das Bändchen dann immer irgendwo rum und man hört es im Mic. Das habe ich nämlich jetzt im letzten Part schon wieder vergessen, das mir rumzumachen. Und das ist irgendwie doof. Ach ja, für alle Zuschauer, die denken, ich schmatze immer ins Mic, dieses... Das bin nicht ich, tatsächlich nicht. Das ist irgendwie immer der Stick. Hier. Das hört man irgendwie in allen Let's Plays, wo ich irgendwie mit dem Analogstick spiele. Das ist dann immer dieses... Das hört ich... Ich habe immer das Gefühl, das sieht an, als würde ich die ganze Zeit ins Mic schmatzen. Aber das tue ich natürlich nicht, weil ich esse, während ich spiele nicht. Das Einzige, was ich dann ab und zu mal tue, ist immer einen Schluck trinken. Aber das sei mir ja wohl erlaubt, wenn ich die ganze Zeit mit euch laber. Jo, aber egal. Wir müssen jetzt wieder zum Chef der Q. Startet die halbe Stunde. Und ja, uns natürlich immer noch auf die Suche begeben nach Zelda. Das Einzige, was ich ab und zu mal auch leider Gottes tue, ist irgendwie ein bisschen heftig ins Mic atmen. Aber es ist einfach... Es ist ein verdammtes Billig-Mic, mein Gott. Was soll man erwarten? Das filtert sowas nun mal nicht. Man soll auf zu heulen da draußen. Genießt einfach, was ihr seht. Und ja, yeah, so viel mal dazu. Kommt vielleicht ein bisschen spät die Erklärung in Part 5 erst, aber nun gut. Könnte man natürlich noch ein neues Geld drüber klatschen, aber die funktionieren bei mir irgendwie nie so wirklich. Ich bekomme das nicht richtig eingestellt. Weil alle, die sich jetzt fragen, was ist ein neues Geld? Das ist ganz einfach. Bevor wir die Brille erkläre ich das kurz. Mein Gott, Technikerklärungen in einem Zelda Let's Play, warum? Das neues Geld macht Sounds ab, die einen bestimmten Dezibel nicht überschreiten, also eine bestimmte Dezibelzahl nicht überschreiten, macht sie die stumm. Die sind dann einfach nicht mehr zu hören. Also wenn jetzt Sounds wie diese Schmatz-Dinger hier zum Beispiel, ich weiß nicht, müsstet ihr jetzt eigentlich hören, 5 Dezibel nicht überschreiten, wie meine Stimme eigentlich immer, meine Stimme ist bei 6 Dezibel, ja, sagen wir jetzt mal, dieses dip, 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 ist bei 3 Dezibel, also jetzt immer noch zu hören, dann macht man das Noise Gate beispielsweise auf 4,5 Dezibel und alles, was diese 4,5 Dezibel nicht überschreitet, wird einfach komplett gemutet. Das ist das Noise Gate. So. So viel dazu. So, so. Es geht also allen gut. Das hört man gerne. Vielen Dank, du unermüdlicher Aufstöberer. Dann verrate ich dir als Dank, wo deine Freundin hingegangen ist. Dieses Mädchen namens Zelda hat gesagt, dass es in den Tempel am Ende des Waldes gehen müsse. Ich habe ja noch versucht, sie davon abzuhalten, aber sie ist auf meinen Rücken geklettert und ab in den Tempel. Sie ist auf seinen Rücken geklettert und ab in den Tempel. Hm. Also hat er sie ja hingebracht, oder was? Verdammter Mongo! Wenn du da hinten weitergehst, wirst du auf einen Tempel stoßen. Allerdings wimmert es dort von Ungeheuern. Das macht doch nichts, hat mich schwer. Nun denn, du hast meine Gefährten aufgespürt, dafür gebühre ich dir dann. Einen Moment, Entschuldigung. Kein Plan, was er da jetzt macht. Er schmeißt sich hin und holt aus seiner Knospe eine Schleuder heraus. Stell dich auf meinen Rücken und greife nach dem Ding dort. Will ich doch. Schön in der Kimme hochgeklettert, ich geht. Du hast die Schleine halten. Verschieß mit dir Deko gerne, um deine Gegner zu betäuben. Verlierst du beim Chillen der Rocker, bla 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 bla. Zack. Sehr schön. Damit solltest du in der Lage sein, in den Tempel zu gelangen. Ja. Und eine Abkürzung können wir auch noch wissen. Warum versuchst du es nicht gleich mal dieser Ringelranke dort anzuvisieren? Drücke B. Ach komm, ich weiß auch, wie das geht. Wenn du keine Munition mehr hast, kannst du die Kerne dieser Bäume hier aufsammeln. Okay. Sieh zu, dass du deine Freundin bald findest. Mein kleiner Hohoho, ich bin der Weihnachtsmann. Ja. Hier haben wir jetzt die Items. Ach so, alles klar. Wenn wir Minus drücken, bekommen wir in diese komische Tasche, wo man Gebrauchs-Items drin hat, also die dann halt verbraucht werden.
ganz geil eigentlich, die neue Änderung. Und wenn wir B gedrückt halten, dann bekommen wir unsere, ja, News-Items. Ach, falscher Knopf. Ich muss mich erstmal umgewöhnen. Oh, jetzt fliegt das Ding auch noch einen Bogen, Alter. Ist auch neu. Natürlich ist das mal wieder überhaupt nicht zentriert. Jetzt ist sie zentriert. Ich weiß nicht, warum das so ist, warum das so eine Probleme macht. Ist ja doch keine Abkürzung, wir sind jetzt wieder ganz woanders. Was sind wir denn jetzt? Ach so, alles klar, ich weiß, wo wir sind. Schnell schwimmen können wir allerdings nicht, wenn wir hier rumwedeln. Das ist nun mal seine Schwimmgeschwindigkeit. Er verfolgt ihn automatisch, wir müssen aber immer noch selber zielen. Das ist kacke. Das war in einer anderen Zelda natürlich anders, weil da konntest du ihn anvisieren und dann schießt er halt automatisch auf ihn. Aber hier muss man immer noch selber zielen, obwohl wenn man ihn anvisiert. Was ist das denn für ein Scheiß? Ich will das nicht. Sind tot. Aber die Feinde sind hier halt immer nicht die gleichen, das ist schon mal sehr schön. Die gab es vorher nicht, diese hier. Zack. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt gebraucht haben, da war meine Sammel. Und hier ist schon wieder eine Statue. Eine goldene. Ich empfehle, deinen Fortschritt zu speichern, bevor du Zelda in den Tempel am Ende des Waldes folgst. Warum erzählen die sowas, ey? Können die sich das Speichern nicht irgendwie anders nennen? Also wenn ich ein Spiel entwickeln, als ich noch den RPG Maker benutzt habe, zum Beispiel damals, habe ich immer versucht, andere Worte für Speichern zu finden. Also dass es wirklich nicht Speichern heißt, sondern irgendwie möchtest du deinen Fortschritt nicht irgendwie, was weiß ich denn, ey, in einem Buch niederlassen, ey, keine Ahnung. Und auf jeden Fall, ist Speichern ist wirklich uncool. Ist ja gut, was will die denn jetzt schon wieder? Gib wieder, ich möchte dir etwas zum Gebrauch von Items erklären. Alter. Klicken wir jetzt weg, weil das ist echt unnötig. Das ist meiner Meinung nach der größte Kritikpunkt an dem Spiel. Dass sie einen immer die Immersion dieser Welt zerstören, indem sie einen jeden Scheiß erklären. Da habe ich lieber einen Textblock, weil ein Textblock ist halt ein Textblock. Aber wenn Leute über die Buttons reden. Oh, wer war das? Dann ist das viel schlimmer als ein Textblock, finde ich. Mein Gott, war so ein kleines Video. Das ist eigentlich immer am schönsten, wenn man so ein kleines Video bekommt. Auf jeden Fall sind wir jetzt im Tempel. Tief im Wald. So kann man es natürlich auch nennen. Ja. Rechts ist eine Sackgasse so gesehen. Habe ich die schnell nicht gestartet? Ja, mein Gott. Die Pflanzen hier sind die gleichen wie im Wald von Fironil. Wir befinden uns jetzt tief im Wald. Lass uns nun die Suche nach Zelda fortsetzen. Habe ich doch vorgehabt, ey, wenn du mich nicht ständig unterbrechen würdest. Halt die Fresse. What? Was machen denn die Bienen hier? Verschwindet! Verschwindet! Ach, die Aura-Suche muckt schon wieder. Oh, das ist so nervig. Man wird dann noch penetrant damit genervt. Ja, wir wissen, dass sie da ist. Wo soll sie denn sonst sein? Und hier Deko-Kerne. Das Deko-Kerne erhalte. Hier kleine Schleuder, bla 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 bla. Damit können wir so weiter machen, bla 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 bla. Da können wir aber trotzdem rüber und da können wir auch rüber. Was ist jetzt der richtige Weg? Später bekommen wir auch noch Items, womit wir die Schatztruhen etc. so suchen können. Oder irgendwelche Herzteile sogar. Achso, hier ist die Abkürzung dann später.
Die sind ein bisschen anders. Hier kann man wirklich sehr viel kaufen, auch so nützliche Sachen, nicht so wie in den anderen Zelda-Teilen. Ich hoffe, wir müssen die Bienen jetzt nicht abschießen, sondern dass sie jetzt einfach gespannt... Nein, man muss sie da runterschießen. Ich dachte, wenn man sie anschießt, dann kommen sie. Aber irgendwie kommen sie nur, wenn man an denen vorbeigeht, wie auch immer. Ja, dann. Das ist halt so. Ich meine, ich hätte sie in Ruhe gelassen, aber wenn sie meinen, sie müssen... Die wollen es halt so. Selbst auf dem Seil kann er sprinten. Er ist schon ein... Ein mutiges Männchen. Aber wir wollen hier erstmal, naja, Abkürzungen in Anführungsstrichen aktivieren. Boots. Der Zelda-Teil ist auch der einzige, den ich bisher nur einmal durchgespielt habe. Aber es war halt so zur Zeit, wo die Wii ja nun eigentlich schon tot war. Da hatte man, habe ich mir das halt gekauft und viel mehr habe ich dann auch nicht mehr gespielt. Ich habe davor schon keine Dinge mehr gespielt, nur als die Zelda kam, habe ich sie dann mal wieder ausgepackt. Und ja, da sonst auch keiner eine Wii hat, dann brauchte ich die auch nicht. Meine Freunde sind halt alle so Xbox-User, weshalb ich da natürlich immer online war und der Party mit denen gespielt und so weiter. Und Zelda dann halt gekauft und durchgespielt, aber nur einmal. Allerdings muss ich sagen, ja, doch, hätte man noch mal ein paar öfter mal durchspielen können, weil es ist schon cool, macht mir auch gerade wieder sehr viel Spaß. Das ist halt der Grund, warum man sich eine Nintendo-Konsole kauft. Leicht doch, die kriegt man eigentlich ganz normal runter. Und dass er da hinten steht, das gefällt mir mal so gar nicht. Du willst doch hier jetzt nicht rüberkommen. Mann, du verrückter Mongo! Ach, wir können wackeln. Wir aber auch. So die Stimme, auch sehr lustig. Oh. Oh, oh, oh. Schon ein Safe Point. Brauchen wir jetzt aber nicht. Ich habe eigentlich von links nach rechts geschlagen, ist ja egal. Dann müssen wir ordentlich schwingen. Yeah! Woo! Ich glaube, ich habe da oben gerade eine Kiste gesehen. Ah, die kann sich zersplitten. Die macht mal links, mal oben. Ich hasse das Viech. Da muss er wirklich sehr schnell sein. Ah. Ja, ich brauche halt Platz. Das Mic ist genau vor mir, deshalb kann ich nicht ordentlich schlagen. Ich hoffe, das ändert sich halt mit den neuen Mics, die dann halt irgendwann erscheinen. Noch sind sie nicht da zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme. Wurden aber schon verschickt. Weshalb sie schon da sind, wenn ihr das hier seht. Hey, stehen geblieben! Ich weiß genau, dass du mich gesehen hast. Was ist, magst du mich etwa nicht? Gut geraten. Was? Doch, Entschuldigung. Natürlich mag ich dich. Ich weiß ja, dass du deine Freundin suchst. Ich wollte dich ja auch nicht aufhalten. Aber könntest du mir kurz helfen? Ja, na gut. Was denn? Das hier. Es heißt, dass die Göttin diese Steine für einen Helden hier zurückgelassen haben. Ich nenne sie Artefakte der Göttin. Ein Name wie in Stein gemeißelt. Findest du nicht auch? Ja, total. Den alten Schriften zufolge. Ihnen zufolge muss der Strahl des himmlischen Schwertes den Stein treffen, um den Herrn des Schwertes zu stärken. Du hast doch ein Schwert. Dann hilf mir bitte, das Rätsel dieses Artefakts zu lösen. Du willst doch ein Held sein, oder? Was? Nein? Doch. Komm schon, du bist für die Wissenschaft. Okay. Das wollte ich hören.
Dieses Artefakt besteht aus einem Metall, das ich so noch nie gesehen habe. Es ist völlig unempfindlich gegen Schläge. Ich frage mich, was die alten Schriften mit dem Strahl des himmlischen Schwertes meine. Fällt dir dazu etwas ein? Natürlich! Pass mal auf, wie ich das jetzt mache. Kazam! Das Artefakt ist gen Himmel gestiegen. Die Kraft deines Schwertes scheint das bewirkt zu haben. Wohin es wohl verschwunden ist, das Rätsel ist gar noch rätselhafter geworden. So. Den alten Schriften zufolge sind die Artefakte der Göttin über das ganze Land verstreut. Du solltest sie alle auf diese Weise in den Himmel schicken. Sag mir Bescheid, wenn du etwas mehr darüber herausgefunden hast. Ja, da gibt es später auch so einen Aurasucher für diese Steine. Kann man alles bekommen, wenn man möchte. Da ist noch so ein Ding. Fragt mich nicht. Ich habe total vergessen, wofür die gut sind. Das fragt mich jetzt bitte nicht. Das werden wir eh noch alles herausfinden, von daher. Man kann ja auch mal ein bisschen abwarten, dann findet man die Sachen ja später eh so oder so heraus. Oder, doch, ich glaube, ich weiß, wofür die sind. Oben auf im Himmelreich gibt es Kisten, die sind verschlossen. Die kriegt man nicht auf. Gar nicht, egal was man hat. Dafür muss man, glaube ich, diese Dinger nach oben schicken, dann öffnen die sich. Gebiete, an diesem Gebäude glaube ich, sehr das Aura zu spüren. Da wollte ich doch eh rein. Warum erzählst du mir das jetzt schon wieder? Natürlich. Geh mir doch nicht auf den Sack. Gleichzeitig aber spüre ich die Aura des Bösen. Viele Ungeheuer scheinen dort zu lauern. Willst du dennoch weitergehen? Na klar. Pass nur auf dich auf. Niemand wird dir dort drin helfen. Natürlich nicht. Mir hilft nie jemand. Wenn du Gefahr spürst, solltest du dich vielleicht zurück in den Wolkenhort begeben und dich dort neu ausrüsten. Wolkenhort, nicht Wolkenhort. Ich empfehle dir, einen Schild zu deinem Schutz sowie Herztränke mitzunehmen. Und nun lass uns die Suche nach Zelda fortsetzen. Ich habe ein Schild. Das haben wir noch nicht einmal gebraucht. Das ist auch noch komplett heil. Was ist das ja nicht lesen? Der vom Himmel herabstieg, schaut in den Himmel und durchschießt den Stern, den Vogelschwingen ihm weisen. Was? Nochmal. Der vom Himmel herabstieg, schaut in den Himmel und durchschießt den Stern, den Vogelschwingen ihm weisen. Ja, genau. Können wir jetzt so noch nichts mit anfangen? Also, irgendwas zerschießen, wo Flügel halt drauf zeigen. Bestimmt an der Tür. Also hier. Den Stern, wo Vogelschwingen drauf zeigen. Die Tür ist versiegelt und lässt sich nicht öffnen. Die Aurasuche interessiert mich gerade nicht. Ich weiß gar nicht, ob man da noch hochkam irgendwo. Aber anscheinend nicht. Na gut. Oh, da knarzt es aber ordentlich. Der erste Dungeon, liebe Freunde, der erste Dungeon. Stockbooster. Immer bleibt die Tür in deinem Auf und geht nicht automatisch zu.
Tempel des Himmels blickst. Okay. Gebieter, ich nehme in diesem Tempel die Aura vieler Kreaturen wahr. Daher kann ich Zeldas Aura nicht isolieren. Somit ist die Aura so momentan nicht einsetzbar. Ich schlage vor, dass du dich umsiehst, um dir einen Überblick zu verschaffen. Das hätte ich so oder so getan. Danke für diese nutzlosen Infos, die du uns die ganze Zeit gibst. Mann, Alter, die geht mir echt auf den Sack. Ist ja auch schlimmer als Navi, Alter. Weil Navi konntest du wenigstens... Naja, musstest du dir nicht anhören, was ich zu sagen hast. Ich zwar die ganze Zeit Link, listen gesagt, aber... Die erscheint ja einfach und quatscht einen voll. So, jetzt müssen wir das Netz natürlich schön in Einzelteile zerhäckseln. Da kommen wir durch. Mann! Ja, das ist ein bisschen scheiße, unfair gerade. Doch so ein Seitwärtshieb, wie ich dir das befehle. Glibber. Ja, hatten wir schon mal. Haben wir zwei davon. Ganz toll. Mach die Tür einfach auf. Katsching. So, dann machen wir mal weiter. Das Auge gesehen. Ist jetzt gerade zugegangen. Das ist schon wieder eine Tafel. Ich muss mal kurz mein Auge anfassen und jucken, kratzen, wie auch immer. Der du vom Himmel kommst, höre auf deinen Diener, der dich ins Erdland gebracht hat. Nee, hab keine Lust zu. Die nervt mich. Ich drücke immer zu lange, ich weiß aber auch nicht warum. Unser Schwert an das Auge. Ach so. Ach Gott. Das ist schon lustig. Es ist mir so leid, wenn so ein scheiß Mike vor einem steht. Oh, da hängt wieder was an uns. Haha. Ach, da kommt ein Start. Das ist eine Vogelstatue. Na gut. Na gut, gehen wir weiter erstmal runter.
Aber so wie ich das sehe, ist hier unten rein gar nichts. Ihn zu holen, so. Deshalb wir auch einfach wieder nach oben gehen. Komm schon. Ja, da kommen wir nicht hoch. Aber hier. Zack, zack, zack. Ka-ching! Aufnahme läuft noch. Sehr schön, sehr schön. Wir haben nicht mal eine Karte unten links, ne? Die hatten wir eigentlich immer. Oh, die habe ich jetzt nicht gesehen. Ich halte das Schwert eigentlich hoch. Der kann man zur linken und zur rechten trifft den Juwel. Einmal oben, einmal unten. Ja. Whatever würde man jetzt sagen. Das ist so scheiße, dass er die nicht mehr selber anvisiert. So, jetzt müssen wir so ein scheiß Juwel suchen. Du hast, ich sehe keinen. Ich sehe ja ein Juwel, ich sehe kein Juwel. Da ist noch was. Da kann er ja nicht hochlaufen, ist er viel zu hoch. Ah. Nein, ich drücke immer zu lange, ich weiß nicht warum. Huh. Ja. Blam, 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 blam. Dann mal weiter. Weiter im Text. Jetzt kommen wir nämlich durch. Sehr gut. Da war doch gerade was, oder? Da ist ein Riss im Boden. Okay, ich habe jetzt keinen Plan, wie wir da rankommen, aber ist auch egal erstmal. Ja, da kommen wir jetzt so nicht rüber. Wir können jetzt nur wieder in den Hauptraum zurück. Da hat sich ja auch einiges getan jetzt mit dem Wascher. Oder auch nicht. Was denn da oben so Feines? Ah. Schon wieder so lange, Alter. Das ist auch so eine Angewöhnung von mir. Ich weiß nicht, warum. Ach so, na gut, jetzt sind wir wieder hier. Ist halt eine Abkürzung. Na gut, so viel hat sich jetzt auch nicht getan. Eigentlich so gar nichts. Lass uns nochmal gucken. Da ist eine Tür. Da müssen wir noch rüber. Ah, alles klar, von hier geht es.
Doch nicht. Ich dachte, man muss da hochsprinten, aber er fällt dann ja einfach runter. Scheiße. Mano. Ey, dass er so langsam schwimmt, ne, das verstehe ich nicht. Es gibt für alles hier Beschleunigungstasten, indem man halt Nunchuck schüttelt oder was auch immer. Aber schwimmen, nö. Da oben ist auch noch eine Truhe. Na gut, würde ich sagen, wir gehen erstmal wieder in den Raum zurück hier. Muss ja irgendwie da weitergehen. Aber wie? Oder zieht er sich da hoch? Aber das habe ich mir schon gedacht. Oh, die halbe Stunde ist rum. Aber ich würde sagen, wir versuchen wenigstens noch hier weiterzukommen. In den nächsten Raum. Also dieses Rätsel zu lösen, sagen wir es mal so. Aber vielleicht ist da irgendwo eine Liane an der Decke, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber nein. Hier geht's noch nicht weiter. Wir müssen durch die Tür da rein. Das weiß ich. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass wir tatsächlich von hier da rein müssen, nicht von hier aus. Ich meine, hier ist ja auch nichts. Wir sehen es ja. Ja. Na, gehen wir nochmal in den Hauptraum. Ja, das ist knifflig, ne? Also, falls ihr was schon gesehen habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Wenn ihr Dinge vor mir entdeckt. Ist ja nicht so, dass ich hier nicht Kritik um könnte. Ich gehe davon aus, dass man da irgendwie hochklettern muss. Ich meine, das gibt ja Sinn, ne? Weil ist das da das Teil? Dann ist es da, dann kommt man da hoch. Ich probiere das nochmal, vielleicht war das gerade nur ein Fehler. Nein. Das geht nicht. Ah, ja, 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 Stock hochgekommen? Nee, ne? Nee, hier ist einfach mal nichts passiert, aber man kann ja auch nicht tauchen. Man kommt also auch gar nicht mehr in den Raum zurück, das heißt, da ist auch nichts mehr. Wie geht's denn hier jetzt weiter, Alter? Ich bin völlig überfordert. Was sagt denn Pia dazu? Du hast mich gerade gerufen, Gebieter. Ja, ich hätte gerne Informationen. Worüber möchtest du etwas erfahren, Gebieter? Hinweise. Das Tragen einer Medaille ist eine... Was ist das denn für ein Scheiß, Alter? Das interessiert mich doch jetzt nicht. Du findest dich nun im Tempel des Himmelblicks. Die Kreaturen hier sind mächtiger als deine Oberfläche. Skulpturas nutzen diesen Ort als Brutstätte. Sei vorsichtig. Wieder dein Ausrüstungstyp ist gegenwärtig Fokus auf Herzen. Deine Anpassung an die Umgebung beträgt 85%. Bleib ruhig, wenn du auf deinen Feind triffst. Achte zudem darauf, stets genügend Tränke bei dir zu haben. Wir können zwei Tränke dabei haben und wir haben beide Slots belegt. Mann, er soll die Fresse. Ich bin wieder am Sack mit deinem Trinken, ey. Ich verstehe es einfach nicht. Die Türen der Kammer, zur linken und zur rechten. Triff die Juwelen, einmal oben, einmal unten. Was? Sonst hören wir gleich doch auf, weil das zieht sich jetzt hier gerade nicht lang hin.
da kommen wir nicht mehr rein, weil wir können nicht tauchen. Also haben wir da alles gemacht. Und hier ist aber auch einfach mal nichts mehr. Ist das Wasser zwar ein bisschen hochgegangen, aber das war's. Es kann doch nur irgendwas im Hauptraum jetzt sein hier. Der Ast ist ein bisschen hochgekommen, aber das bringt ja nichts, wir haben ja eh keinen Schlüssel. Sie hat irgendwas zu sagen, na gut, dann sag mal was. Wieder, ich habe eine Funktion zum Öffnen dieser Tür. Die zum Öffnen der Tür benötigte Vorrichtung muss in der Nähe befinden. Wahrscheinlichkeit dieser Vorrichtung durch sorgfältiges Umsehen zu entdecken beträgt. Ach komm, alte Fresse. Ich sehe gar nichts. Es ist natürlich ein bisschen Panne jetzt für euch, ne? Wahrscheinlich, ich hab's schon mal durchgespielt, aber wie gesagt, nur einmal und es ist auch schon wieder voll lange her, ey. Da ist es doch. Nee, doch nicht. Sondern aber hier. Oh, Mann, ey. Oh, ey. Ein Arschlochspiel vom Allerfeinsten, ey. Jo. Na gut, wir gehen jetzt speichern. Da vorne ist mir ein Speicherkristall. Ich hab gesagt, wir öffnen noch die Tür. Das haben wir jetzt gemacht. So beginnt der nächste Part übrigens nicht mit der Suche hier, ne? Sondern geht direkt weiter. Das ist doch schon mal ganz gut. Speichern beenden, denn ich höre jetzt auch auf zu zocken. Ja, danke. Möchtest du wirklich beenden? Ja, zeig uns mal das schöne Hauptmenü. So, das war das. Am Ende ein bisschen festgehangen. Na, aber nun gut. So ist das halt manchmal. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, was ich doch schwer hoffe, denn bis zum Ende hin lief das ja eigentlich ganz gut. Dann lasst du auch ein Däumchen nach oben da. Ein Däumchen dürft ihr euch natürlich auch noch gerne abonnieren. Helft ihr uns und ihr bekommt natürlich immer die neuesten Infos an eure YouTube-Wand geklatscht. Ja, ansonsten dürft ihr uns natürlich gerne noch auf unseren ganzen Social-Media-Kram besuchen. Die Links dazu findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und zum guter Letzt bleibt mir nur noch zu sagen, es war meine Freude, vorher schon ein Video gemacht zu haben. Habt noch viel Spaß mit einigen anderen Videos, die ihr so findet. Und habt noch einen schönen Tag und eine gute Nacht. Haut rein. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Thank you.